Ja, hallihallo, schön schaut ihr wieder zu. Ich habe gedacht, ich zeige euch was Herbstliches, aber mit einem Hauch Exotik. Viele, die zuschauen, die wissen, dass ich das sehr gerne mache. Und jetzt lassen wir uns überraschen, ob es euch diesmal auch gefällt. Ja, ich habe gedacht, ich zeige euch was Asymmetrisches und habe dazu so mit dem Rudbeckia-Holz eine Unterlage geformt. Und stecke jetzt, dass es noch so ein wenig mehr wild wird, verspielter wird, nochmals so einen wilden Thymian-Zweig rein. Das Ziel ist auch, dass ich nicht zu viel Grünmaterial verwende und wenn, dann so auserwähltes Grünmaterial, wo im Herbst auch wunderschön ist, zum Beispiel dieses wunderschöne Eukalyptus populus Grün. Das ist sehr dankbar und ist sehr toll, weil es so kleine Beeren hat, dann den Stuartiana und damit es noch so etwas verspielter und hängender wird, habe ich da noch die Kremsbeere oder auch Phytolacca. Dann habe ich da die Samenstände der Echinacea, die haben ja sonst so rosa Blütenblätter noch dran, aber jetzt im Herbst werden die oftmals ohne die Blütenblätter verwendet. Dann, was ich cool finde, so für solche Kreationen sind die Fuchsschwanz. Die stauben extrem, stäuben extrem, wenn sie dann blühen. Also ich sage mal so, solange dass sie nicht blühen, sind sie cool. Die Blüte ist dann ganz einfach schlicht hier unten. Man sieht es vielleicht ganz leicht gelb. Und die machen dann extremen Blütenstaub. Also ich sage mal so. Vorläufig sind sie noch tolerierbar und wenn sie dann zu fest blühen, werden sie dann Ärger machen. Dann habe ich noch eine wunderschöne herbstliche Hortensie. Die ist jetzt auch schon schön stabil, also das heißt, die wird sehr lange schön bleiben und wird dann auch bestimmt schön eintrocknen. Dann habe ich da noch die schönen Gomphoricarpus. Auch diese Materialien, dieses tolle. Wie soll ich sagen, diesen tollen Wertstoff verwende ich sehr gerne für meine Kreationen. Dann habe ich hier die Physalis, die nehme ich da quer rein. Die trocknen dann ein, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil die sind, wie soll ich sagen, schön stabil und werden dann schön eintrocknen. Das Problem ist eher, wenn man sie gerade aufrecht reinnimmt, dass sie dann plötzlich knicken. So, und jetzt kommt noch die Exotik rein. Zuerst nehmen wir da mal noch die Cymbidium, dann der Dill, der duftet ganz wohl riechend. Zu viel ist sicher auch zu viel, das heißt, das kann dann auch Kopfschmerzen wie soll ich sagen, verbreiten. Dann nehmen wir hier als queres Element noch diese schöne Phalaenopsisblüte rein. Dann haben wir die Alstroemeria, die verwende ich ja auch viel. Das ist eine Linienblütenart. Die sind sehr dankbar, besonders weil sie sich eigentlich sehr gut halten und auch wunderschön öffnen wie eine Lilie. Dann habe ich eigentlich zwei Sonnenblumen bereit gemacht, aber ich denke, mit einer Sonnenblume reicht es eigentlich schon, diese Kreation dann zu beenden. Nehmen wir da hinten nochmals eine Kremsbeere rein. Jetzt lasse ich da noch ganz ein kleines Grünmaterial hier vorne. Vielleicht hören es einige mit der kälteren Jahreszeit. Bin ich auch anfälliger so für Erkältungen. Was sehr mühsam ist, immer rein, raus und so, dann ist man einfach ein wenig anfälliger. Und mich hat es da schon zum Beginn der Herbste so erwischt. Ja, es gehört einfach dazu im Floristenleben, dass man auch mal vielleicht ein wenig erkältet ist, durchbeißen, Tee trinken und dann geht es dann oftmals schnell wieder aufwärts. Ja, jetzt habe ich da mal die Stiele abgeschnitten und zeige euch mal den Strauß noch von oben. Diesen Herbstgruß mit einem scharfen Messer schneide ich jede einzelne Blüte, jeden einzelnen Stiel schräg an, damit sie gut Wasser aufnehmen können.
dann haben wir hier noch diese Comforicarpus oben. Die haben da unten ein Wolfsmilchsaft und den brennen wir da noch ab. Wichtig ist, dass man schaut, dass man nicht die anderen Stiele anbrennt, so dass es dann, wie soll ich sagen, Verletzungen gibt durch die Fäulnis der anderen Stiele. Also wenn man da zu lange brennt an einem Stiel, dann kann der faulen. So, jetzt nehme ich natürlich noch den Bindebast, hole dann die passende Vase und zeige euch dann den fertigen Strauß und hoffe, es hat dir persönlich Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen oder ein Abo dazulassen nicht vergessen. Und dann sage ich euch schon wieder Tschüss und weg und bis zum nächsten Mal. Hab mich gefreut, dass du reingeschaut hast.